Also ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ich bin heute in der Funktion als Gründungsdirektorin vom Center for Critical Computational Studies hier. Wir sind ein Viererteam in der Leitung. Der Sprecher ist Christoph Burchert aus dem Fachbereich 1 Rechtswissenschaften. Dann haben wir noch den Ulrich Meyer, Fachbereich 12, mein Kollege für den Ressort Forschung, meine Wenigkeit für die Lehre. In dem Format bin ich heute hier und meine Kollegin Juliane Engel aus dem hier den Transfer. Ich will das Zentrum eigentlich nur kurz vorstellen und auch so ein bisschen die ersten Ideen, die wir für die Lehrentwicklung haben, die so ein bisschen die Universität vernetzen sollen. Es ist mehr ein Gesprächsangebot als festgefahrene, komplette, fertige Konzepte. Die Idee ist, dass man das C3S als neues Institut an der Goethe-Universität verankert und damit auch ein neues Forschungsfeld aufmacht. Dieses Forschungsfeld soll sein Critical Computational Studies. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter das Zusammenbringen von einerseits rechnergestützten Methoden und andererseits quasi dieser Reflexion, dass wenn man rechnergestützte Methoden entwickeln möchte, dass man dann auch, wenn das die Gesellschaft betrifft, die Gesellschaft direkt mitnehmen soll. Und dafür müssen wir interdisziplinär zusammen. Ziele wären dann, dass man einerseits Methoden voranbringt und entwickelt, die sollen effizienter sein, die sollen vor allen Dingen aber auch nachhaltig sein, dass man das mitdenkt, dass man ressourcenschonend ist, dass es aber auch offen, also transparent ist zum Beispiel, wenn man über Algorithmen redet. Und das soll quasi in der Forschung verankert. Das betrifft ganz viele Bereiche an der Universität und deshalb ist es auch ein übergeordnetes Zentrum. Kein eigener Fachbereich, ein übergeordnetes Zentrum. Was wir da machen ist, wir haben dieses wunderschöne Planetensystem, wo wir uns so ein bisschen drehen über diese Kernthemen im Komputationalen, also wo es dann wirklich um nachhaltiges Design geht. Da geht es um die effiziente Realisierung, hybride Ansätze, das heißt, da geht es wirklich um Algorithmenentwicklung, auch sehr hohem Niveau, effiziente Nutzung von Daten und so weiter. Und basierend auf diesen Kernfähigkeiten, würde ich sagen, oder Forschungssätzen geht es dann darum, dass man verschiedene Blickpunkte da im Sinne hat, die sich alle ein bisschen um das Kritische und um das Komputationale. Die eine Idee ist, dass man das in den Naturwissenschaften treibt, da ist Critical zum Beispiel bei Phasenübergängen ein Thema und das kann man mit rechnergestützten Methoden bestimmen. Das heißt, wenn es jetzt um Klimaforschung geht, ganz klassisches Thema, das man bestimmen kann, mit dem Rechner, wie entwickelt sich Klima unter bestimmten Parametern und wo zum Beispiel sind Kipppunkte. Und das sind dann kritische Übergänge, die uns interessieren. Das heißt, hier geht es um Systemverständnisse, vor allen Dingen auch in den Naturwissenschaften. Das Ganze kann man aber auch übertragen von der Methodenseite auf Gesellschaftswissenschaften. Da geht es dann auch um Phasenübergänge, kritische Systemverständnisse zum Beispiel. Wenn es auch im Bereich Klima, zum Beispiel um Fluchtbewegungen, Migrationsbewegungen geht, aber auch wie Triebprozesse sich eventuell anpassen müssen. Und die wollen wir auch ausmodellieren. Und dann geht es in einem weiteren Punkt um das Design von Algorithmen, wo man dann direkt die Gesellschaft mitdenkt und sich überlegt, wie müssen denn Algorithmen aussehen, damit sie uns wirklich was bringen. Das heißt, erstens, was wollen wir und zweitens, wie können wir das auch umsetzen. Es geht hier nicht darum, nur einzuschränken, was wir alles nicht wollen, sondern es geht wirklich darum, die Algorithmen dann zu erschaffen, die das machen, was wir wollen. Okay? Und das soll dieses Zentrum leisten. Und das ist so aufgesetzt, dass es halt übergreifend ist, viele Fachbereiche verbinden soll und dann auch ein bisschen so als Gesprächspartner Disziplinen nach innen öffnen soll und Disziplinen. So, was wir erwarten, ist, dass wir, wenn wir dieses Thema angehen wollen, auch gerade in der Bildung aktiv sein müssen, auch Studium und Lehre, die Studenten dahin oder die Studierenden dahin führen müssen, dass sie mit diesen Ansätzen, also dass sie besser komputationale Methoden verstehen können, digitale Methoden nutzen können, aber auch diese Reflexion mitbringen, was mache ich da eigentlich und was hat das für Auswirkungen. Das heißt, welche Daten nutze ich, wie nutze ich die Daten und kann ich sie anders nutzen und was hätte das für Implikationen. Kurz noch zu dem Aktuellen, das heißt, eine Geschichte, die noch dazu kommt, ist, wir haben nicht nur das Zentrum, was sozusagen als Forschungsidee dasteht, wir haben auch, oder wir werden Räumlichkeiten haben in Zukunft.
Die Idee ist hier, dass man den ehemaligen Campus der Biowissenschaften in der Siesmeyerstraße wieder aktiviert. Das ist hier ganz in der Nähe. Wird wunderschön gelegen sein zwischen dem Palmgarten und dem Grüneburgpark, mit dem Botanischen Garten nebendran. Und wenn das Gebäude steht und eine offene Arbeitsatmosphäre hat, dann sind Sie natürlich willkommen, sich dazu beteiligen und zum Beispiel bei Forschungsaktivitäten oder Events, Workshops, Konferenzen und so weiter teilzunehmen oder die Atmosphäre genießen. Zweitens kann ich berichten, dass dem Zentrum nicht nur Gebäude, sondern auch Professuren zugeordnet sind. Die sind voll ausfinanziert. Wir sind im Moment in der Initialisierung der Berufung des ersten Clusters. Da geht es um Klima- und Erdsystemwissenschaften. Die Idee ist hier, dass wir ein Professorencluster berufen, was Klima-Modellierung aus verschiedenen Aspekten betrachtet. Das eine ist die physikalisch-geologische, das heißt wirklich Erdsystemwissenschaften stärker eingebunden. Das zweite ist die biologische, Biodiversität, Ökosystem. Das ist die gesellschaftliche, sozial und wirtschaftliche. Die sollen alle mit Daten arbeiten, die sollen modellieren und die sollen am Zentrum interagieren und dann die Modelle so verbinden können, dass auch endlich mal wirklich ein größeres System da verstanden wird. Und dann gibt es weitere Professuren in anderen Bereichen, zum Beispiel Netzwerke wird noch so ein Schwerpunkt sein und da werden wir dann auch auf Kollegen an Fachbereichen zukommen, wenn wir dann berufen müssen, dass wir die Expertise haben, wen wir berufen. Die Frage ist, wie kann man uns erreichen? Wir haben eine Homepage, hier unten auch mal gebracht, die wird dann hinterher auf den Slides sein. Wenn Sie auf diese Homepage gehen, dann gibt es einen Punkt, how to contribute. For Ideas und Inputs und so weiter. Das heißt, da gibt es die Möglichkeiten, mit Forschungsprojekten an uns ranzutreten, mit Ideen für Veranstaltungen, für Lehrveranstaltungen, Forschungsinitiativen und wir würden das dann intern besprechen und wenn das gut ins Konzept passt, dann machen wir ein gemeinsames Projekt. So, und in der Lehre, da komme ich jetzt hin, besteht auch die Idee, dass man das Zentrum nutzt, um diese Critical Computational Literacy, das heißt das Verständnis vom Komputationalen und die Reflexion in die Universität reinzutreiben, und zwar in alle Studiengänge, die das möchten. Ja, da sind wir im Moment in einem beginnenden Austausch mit allen Fachbereichen. Idee ist, dass wir das in verschiedenen Levels aufsetzen, die auch verschieden angegangen werden müssen. Und Kompetenzen, da geht es darum, dass man sich sozusagen einarbeiten kann als Studierender an der Goethe-Universität in sowas wie Programmierung, Data Science. Ich würde immer noch Mathematik und Statistik zum Beispiel voranstellen, aber dann auch Themen wie Wissenschaftstheorie zum Beispiel. Das heißt, wie komme ich überhaupt zu Erkenntnissen, wenn ich Daten habe? Und man kann auch über Formate wie Austausch auf Bachelor-Level, dass man kleinere Projekte macht, zum Beispiel auch Studierenden organisierte Workshops, wo man die verschiedenen Fachbereiche umsetzen können wir das eigentlich nur über Formate, die skalierbar sind, weil wir sehr viele Studierende an der Goethe-Universität haben, bei 45.000, da kann ich mich nicht vorne hinstellen und sagen, ich mache das jetzt. Ja, das heißt, da brauchen wir Formate wie zum Beispiel, dass man das über Online-Kurse macht. Idealerweise in einem späteren Format, wo dann die Studierenden, die da einmal durchgegangen sind, als Tutor hinterher zur Verfügung stehen können und dann es eine Möglichkeit gibt, über sowas wie Coding-Cafés zum Beispiel in der Programmierung dann sich Fähigkeiten anzueignen, wo man es in Teams macht, aber auch Leute hat, die schon durchgegangen sind und die unterstützen können. Der Anfang wird wahrscheinlich schwierig werden, aber wir haben Studium Digitale da im Bild, die werden uns unterstützen bei der Pilotierung, bei der Auswahl und auch bei der Evaluierung von ersten Initiativen, die wir da haben und dann wollen wir hoffentlich dann in die Breite. Genau. Und da sind wir über Ideen und Kooperationen, also alles, was uns unterstützt, da dürfen Sie gerne auf mich zukommen, später in der Kaffeepause. So. Auf Level 2, da geht es darum, dass man dann bestehende Möglichkeiten bereits nutzt. Das heißt, hier stelle ich mir vor, dass es definitiv Vorlesungen oder Kurse geben wird, die im Bereich digitale Fähigkeiten angesiedelt sind. Das kann sowas sein wie Modellierung komplexer Systeme in dem einen Thema, was man ein bisschen öffnet, damit ein anderer Fachbereich teilnehmen kann. Datenbanken zum Beispiel, Textverarbeitung, Forschungsdatenmanagement, aber auch diese Ethikfragen zum Beispiel. Dass man sagt, wir haben das im Fachbereich schon angeboten, wir haben aber Möglichkeit zu öffnen und dann können andere Fachbereiche bis zu einer Kapazitätsgrenze von so und so wie beitragen und man könnte das öffnen und das Zentrum soll hier eigentlich als ein Hub dienen, um diese Möglichkeiten, die schon existieren, zu vernetzen. So, und dann haben wir ein Level 3, das ist quasi das ganz oben, wo dann Studierende, die dann da durchgegangen sind, durch diese verschiedenen
Großmöglichkeiten und viele Fähigkeiten haben, mit den Professuren, die dann am Zentrum sind, arbeiten können. Das heißt, das sind Spezialvorlesungen auf dem Forschungsbereich von Professuren, die wir berufen. Und die machen natürlich dann genau das, was sie brauchen, um dann Forschung auf ihrem Bereich weitermachen zu können. Die Idee am Ende wäre, dass man durch diese Vernetzung und diese Angebote auf dem Basislevel eine Möglichkeit hat, als Studierender durch jeden Studiengang durchzugehen und so einen Digitalstrang mitzunehmen. Ja? Das heißt, gerade wenn Sie sich das vorstellen, eine Archäologie, es geht dann darum, dass man hinterher zum Beispiel Rekonstruktion von Artefakten machen möchte. Das muss nicht jeder Studierende können, aber es kann sein, dass sich welche dafür interessieren. Das heißt, die fangen dann am Anfang an und machen bestimmte Themen aus der Mathematik, die machen Programmierung und haben dann bis zum Bachelor schon ein paar Kurse besucht, können auf Master-Level mit Level 2 weitermachen und sind dann fähig, eine Masterarbeit eventuell und auch vielleicht in einem Co-Betreuungsverhältnis zu machen. Und die Idee wäre, dass wir dadurch sozusagen diese Digitalisierungskompetenzen in die Goethe-Universität bringen, von den Studierenden bis hoch zu den Doktoranden. Und mittelfristig erwarten wir, dass natürlich in den einzelnen Fachbereichen dann auch Professuren berufen werden, die diese Kompetenzen mitbringen, die dann auf diesen Studierendenpool schon zurückgreifen können. Genau, und damit wäre ich auch am Ende. Ich kann noch zeigen, dass es bereits Aktivitäten gibt. Das werden Sie auf der Homepage auch sehen. Wir hatten einen schönen Workshop zu Visual Literacy schon im letzten Frühjahr. Wir hatten unsere Aufschlagsveranstaltung mit externen Sprechern auch im Juni und es wird weitere Workshops geben und im Moment gibt es eine aktive Lunch-Seminar-Reihe immer montags. Und finden Sie alles auf der Seite und ich bin hier für Fragen und Anmerkungen, auch immer.